104 Alpha, Take One, C-Mark. Dieser Film handelt nicht wirklich vom Überleben, sondern von Menschen, die an die Grenzen ihrer Leidensfähigkeit gebracht werden. Ich glaube, man kann nicht überleben, ohne sich zu verlieben. Wir haben 8 Tage hier oben gedreht, auf über 3000 Metern. Dieser Ort ist wunderschön, aber auch gefährlich. Hallo! Im Mittelpunkt der Geschichte stehen 2 Menschen. Sie kennen sich überhaupt nicht und chartern zusammen eine kleine Maschine. Was hat Sie nach Idaho geführt? Ich war auf einem Ärztekongress. Sind Sie Journalistin? Mhm. Das erklärt die vielen Fragen. Wir überleben unseren Flugzeugabsturz, aber können nirgendwo hin. Das ist der Ausgangspunkt für die Geschichte. Niemand weiß, wo wir sind. Wir sind auf uns allein gestellt. Sie haben keine andere Wahl, als zusammenzuarbeiten, um zu überleben. Als ich Henny traf, war ich wirklich gespannt, wie er darüber sprach, diesen Film machen zu wollen. Ich wusste, das ist eine Herausforderung, die ich annehmen wollte. Wir drehen hier mitten im Winter. Das heißt, wir erleben kalte Temperaturen, heftigen Schneefall und starken Wind. Ich habe herausgefunden, wie grauenvoll das Laufen im tiefen Schnee auf dieser Höhe ist. Da brennen die Lungen. An manchen Tagen war es minus 38 Grad kalt. Nichts bereitet einen darauf vor. Boiling, boiling. Ben! Der Tag geht zu Ende. Die Sonne unter, es wird kälter und wir stecken Oscar-Gewinnerin Kate Winslet ins Wasser, mitten in einem Schneefeld. Aber wisst ihr, das ist alles egal. Egal, was sie von dir verlangen, du musst damit klarkommen. Will jemand Eis? Ich muss morgen früh eine Notoperation in Baltimore durchführen. Ich muss unbedingt heute noch hier weg, egal mit welchem Flug. Geht da gar nichts. Entschuldigung, wir beide haben offenbar das gleiche Problem. Ich hätte da eine Idee. Warum so eilig? Ich heirate morgen. Oh, mein Glückwunsch. Nein, nicht, was Sie jetzt... Nein. Wir kennen uns nicht. Was hat Sie nach Idaho geführt? Ich war auf einem Ärztekongress. Sind Sie Journalistin? Mhm. Das erklärt die vielen Fragen. Hallo! Hört mich jemand? Irgendjemand? Alex, sehen Sie mich an. Ihr Bein ist schwer verletzt. Ihr Handy ist zerstört, meins hat kein Netz und wir sind ziemlich weit oben in den Bergen. Wir sind hier sicher. Wenn wir das Wrack verlassen, finden uns die Rettungskräfte nie. Hören Sie, ich habe nicht vor, hier oben zu sterben, nur weil Sie kein Risiko eingehen wollen. Irgendjemand sucht bestimmt nach uns. Der Pilot hat den Flug nicht angemeldet. Niemand weiß, wo wir sind. Wir sind auf uns allein gestellt, nur wir beide. Wir kommen 3 Wochen ohne Essen aus, 3 Tage ohne Wasser, 3 Stunden, wenn wir keinen Schutz finden. Wir sterben vielleicht zusammen. Und ich kenne dich kaum. Wir sterben nicht. Nicht heute. Ben! Alex! Zwischen 2 Leben, The Mountain Between Us.